Im Garten spürt man schon viele Auswirkungen, viele Folgen vom Klimawandel. Das eine ist, dass die Gartensaison schon mal viel früher beginnt, also die Vegetationsperiode wird länger. Wenn die Forsythie blüht, kann ich eben Karotten anbauen, dann kann ich Radieschen anbauen. Wenn die ersten Äpfel blühen, kann ich dann mit den Salaten beginnen. Aber im Gemüsegarten, das Mulchen, hier sieht man es eben schön, dass man eben offene Bodenstellen im Gemüsegarten, dass man da eben den Grasschnitt dann drauf gibt, der trocknet dann sehr schnell an. Aber diese offenen Bodenstellen sind bedeckt und schützen somit den Boden. Das wäre mal wichtig. Und dann auch, wie man es hier sieht im Garten, dass man eben eine Mischkultur betreibt, die Gemüsearten, die sich gut verstehen, zusammensetzt, weil die ergänzen sich oder halten sich gegenseitig die Schädlinge fern. Besser wäre es, dass man nicht so oft gießt, vielleicht nur einmal die Woche, aber dann gescheit, dann 20, 30 Minuten, weil dann geht das Wasser auch tiefer in tiefere Bodenschichten und die Wurzeln wachsen dann dem Wasser nach. Das heißt, es wäre viel sinnvoller, weniger oft, aber durchdringend.